Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Wissenschaft heißt ja, Wissen zu schaffen. Es heißt Dialog, es heißt These und Antithesen zu bilden, es heißt Dialog zu führen. Doch heutzutage ist oft Dialog gar nicht mehr möglich. Es gibt nur noch eine ultimative Wahrheit und eine Antithese oder eine These wird gar nicht mehr gegenübergestellt. Diese Dinge haben Wissenschaftler schon oft erfahren und sie suchen immer wieder nach Lösungen. Und heute präsentieren sie uns eine Lösung, nämlich zwei Herren aus dem Wissenschaftsgremium, wie das aussieht und wie Veröffentlichungen heute gemacht werden können. Mit einer anderen Sichtweise, das verrate ich Ihnen gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich zuerst mal meine zwei Gäste Ihnen vorstellen. Professor Dr. Stefan Hockertz ist da, willkommen, und Professor Dr. Harald Wallach. Die Idee von dem, was wir jetzt da gerade reden, ein eigenes Wissenschaftsjournal aufzubauen, das ist das von dir initiiert worden? Die Idee ist, glaube ich, von mir gewesen und dann habe ich mich nach einer Weile mit einem Verlegerkollegen besprochen, Rolf Lenzen, der lang in Verlagen gearbeitet hat, zuletzt bei Elsevier Deutschland. Und wir haben uns über diese Situation unterhalten, wie jetzt eigentlich in den letzten 3 Jahren sozusagen Meinungen immer mehr in den engen Korridor getrieben werden und alles, was da nicht reinpasst, das gibt's einfach nicht. Wir haben gesagt, wir müssen da irgendwas anderes machen. Und so kamen wir auf die Idee, eine Kommunikationsgenossenschaft zu gründen mit dem Arbeitsnamen Discorso, also der italienische Begriff für Diskurs, weil eben genau der Diskurs in den letzten Jahren gefehlt hat. Und die Grundidee ist einfach, wir gründen eine Genossenschaft, also wo viele Anteil haben können, mit der dann ein Verlag betrieben werden kann, der Bücher macht, der Journals macht, der unter Umständen auch Akademien, Fortbildungen, Weiterbildungen macht und je nachdem, wie das eben sich gestaltet und wächst, durchaus auch ganz eigene Institutionen bilden kann, mit dem wirklichen Ziel, den Diskurs zu pflegen. Also Meinung, Gegenmeinung, nicht einfach nur eine einzige Linie abzubilden, sondern das, was wirklich wissenschaftliche Aktivität ausmacht, nämlich Dialog, Diskurs, um zu einer Wahrheit zu finden, die nicht die eines Einzelnen ist, sondern gewissermaßen die der Gemeinschaft. Ich muss da nochmals nachfassen, denn ihr seid ja reinrassige Wissenschaftler. Und ihr sagt jetzt, es ist ein bisschen frustrierend gewesen, also ihr seid frustriert, dass das euer Wissen letztendlich nicht mehr wahrgenommen wurde, sondern es wurde eigentlich nur noch entschieden, eine Wahrheit, die ist so, und jede andere These dazu ist Verschwörung oder Fake News. Kann man das so sagen? Ja, ne? Kann man so sagen. Ja, wir haben ja in dem Wissenschaftsverlagswesen in den letzten 10, 20 Jahren eine deutliche Konzentration erlebt. Es gibt im Grunde ja nur noch 2 große Verlage. Es gibt zwar viele Journals, aber wenn man richtig dahinter schaut, stellt man fest, es gibt Springer und Elsevier. Und das war's. Es gibt ja sonst nicht viel mehr. Es gab noch so Editio Canto, so einen kleineren Verlag. Ja, es gibt noch kleinere Verlage. Aber die sind ohne, die dominieren, ne? ohne Bedeutung. Frage. Die beiden dominieren. Und was mir aufgefallen ist, aber ich glaube erst in den letzten 3, 4 Jahren, das war früher wahrscheinlich genauso, nur mir ist es nicht aufgefallen, dass viele Publikationen tatsächlich politisch sind. Heute ist es so, dass es ganz offen ist. Ich kann mich fürchterlich darüber aufregen, wenn zum Beispiel jemand etwas publiziert zum Thema RNA. Und zum Schluss in der Diskussion, so sollte man jemanden, eine Publikation sollte man ja immer so lesen, dass man von hinten anfängt. Also ich lese sie meistens von hinten hoch, um die Schlussfolgerungen zu lesen, um dann zu schauen, was hat er eigentlich gemacht und worauf basiert das Ganze. Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber wir möchten Sie herzlich darum bitten, diesen Kanal auch zu abonnieren, indem Sie hier bitte klicken. Herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin. Und die Schlussfolgerungen enden dann, und das ist wahrscheinlich eine Vorgabe auch der Verlage mittlerweile, mit einer politischen Stellungnahme. Die politische Stellungnahme kann zum Beispiel lauten, es ist wichtig, dass wir alle Gentherapien, sprich Impfungen, schreiben Sie dann natürlich, Vaccination, auf mRNA umstellen. Das ist eine Forderung, die hat wissenschaftlich überhaupt gar keinen Zweck und gar keinen Grund, sondern die ist politisch. Und mit dieser politischen Forderung kommen die in die Journals.
Und da müssen wir einen deutlichen Strich ziehen. Ich glaube, wir haben erlebt in den letzten 4 Jahren, wenn Politik Wissenschaft bestimmt, ich habe das mal Herrn Cichutek geschrieben, der ja jetzt auch nicht mehr im Amt ist. Ist ja ganz lustig, die sind ja alle weg. Herr Cichutek war Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes. Dem habe ich vor 3, 4 Jahren geschrieben, wenn Wissenschaft von Politik bestimmt wird, dann sind wir am Ende. Ich glaube, das ist das, was wir im Verlagswesen auch sehen. Deshalb halte ich es für toll und wichtig, bin auch gern mit dabei, einen neuen Verlag zu gründen. Das ist sehr viel Arbeit und ich glaube, das ist auch, bedeutet auch, dass man sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um dieses alte Verlagswesen. Es geht nur noch um Expertise, es geht nur noch um Können, es geht um Peer Review Journal. Es geht darum, dass Diskurs gefördert wird, These, Antithese und dass nicht das ganze Verschwörungstheorie, sondern Arbeitshypothese genannt wird, dass das wieder nach vorne geschoben wird. Es ist eine Sisyphus-Arbeit, ob uns das gelingt. Wir fangen halt mal an und probieren es und dann sieht man, was passiert. Ne? Ja. Das heißt, Wissenschaftler, die Arbeiten machen und gerne ein Review haben möchten, könnten das dann letztendlich auch bei euch einreichen. Ihr prüft das und möglicherweise veröffentlicht ihr das dann in Discorso? Naja, nee, das ist ein bisschen komplexer, würde ich sagen, weil jede Arbeit, die bei einem wissenschaftlichen Journal eingereicht wird, wird reviewed. Das ist Standard, ne? Peer Review. Aber der Punkt ist, dass eben der Editor, also der Herausgeber von dem Journal, das natürlich steuern kann. Ja, der kann sagen, die Arbeit gefällt mir nicht, die schicke ich jetzt zu 2 Reviewern, da weiß ich, die schießen das in den Boden und dann wird sie nicht publiziert. Und dann habe ich eine saubere Weste und kann sagen, wurde nicht von den Reviewern angenommen. Mhm. Das ist das Standard-Peer-Review-Verfahren, das im Moment eben bei diesen großen Verlagsgruppen und bei diesen großen Journals durchaus auch jetzt, was zum Beispiel die Covid-Thematik angegangen ist, mit Sicherheit von oben vorstrukturiert wird, dass bestimmte Dinge politisch korrekt sind und eben in den Vordergrund gespielt werden sollen. Mhm. Und ich glaube, das, was ich jetzt mit den Kollegen, mit Stefan und mit anderen versuche voranzutreiben, ist, dass wir das wirklich auf eine sachliche Fundierung stellen und nicht fragen, wollen wir dieses Thema wirklich in unserem Journal oder in unserem Buchprogramm haben, sondern gucken, ist es fundiert, ist es gut, ist es etwas, was den Diskurs bereichert, ist es was, was sichtbar sein soll, damit wir auch andere Meinungen hören lassen können und so. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Ich halte es für wichtig, genau dem den Riegel vorzuschieben, was wir gerade sehen. Also was du beschreibst mit der Peer Review, dass es über Peer Review abgelehnt wird, ich habe es ganz anders erlebt. Ich habe es so erlebt, dass der Editor sagt, diese Publikation passt nicht in unser Journal. Mhm. Das ist ja sozusagen der erste Gnadentod, den man sterben kann. Ja, ja. Das ist Standard und dann schaut man nach und dann stellt man fest, na, eigentlich passt es schon, aber es passt nicht in die politische Richtung, mhm, weil sie Angst haben, dann Abonnenten oder ich weiß nicht was zu verlieren. Das ist ja alles ein Geflecht. Und ich halte es schon für wichtig, wenn wir uns Discorso dann mal, wenn wir da mal näher treten als Journal, auch tatsächlich Leuten eine Chance zu geben, die nicht gerade, sage ich mal, die Meinung vertreten, genau, die wir jetzt gerade uns erarbeitet haben, sofern sie, und das finde ich so spannend, darauf bin ich ja schon lange auf der Suche, sofern sie gute und schlüssige Argumentationen dafür vorbringen. Echo. Mhm. So, und das finde ich ja spannend, wenn wir Ihnen jetzt mal die Chance geben, das gegenüberstellen. Wenn wir zum Beispiel sagen, diese Gentherapie ist gar keine Impfung, und dann möchte ich gerne mal die Gegenmeinung hören, der sagt, das ist eine Impfung. Und dann muss er es mir erklären, und dann muss er mir die Argumentationen bringen, und dann kann er das gerne publizieren, und dann schauen wir uns das mal genauer an. Genau. Aber dass man diese Breite hat, die es in den normalen Journals nicht mehr gibt. Und dass wir auch Bücher publizieren können, die eben Meinungen transportieren, Fakten transportieren, die in der Mainstream-Kultur entweder nicht gesehen oder nicht überhaupt nicht publiziert sind. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, der springende Punkt dabei. Du hast doch kürzlich ein Buch übersetzt auf Deutsch. Und dann wollten wir doch das in Deutschland auf den Markt bringen. Und dann hieß es doch, ich glaube, das war der Kopfverlag, der hat gesagt, er darf es nicht drucken. Ja, das ist richtig. Das ging um eine Autobiografie eines Nobelpreisträgers. Ich will das jetzt gar nicht so näher ausführen, weil das wohl immer noch schwebend ist. Auf jeden Fall ging es da um den PCR und dieser Nobelpreisträger hat gesagt, der PCR sei nicht dafür geeignet, Infektionen nachzuweisen. Mhm. Zufälligerweise hat er auch den PCR selber entwickelt. Jetzt wissen wir alle, worum es geht. Und das Buch ist tatsächlich auf abstruse Art und Weise, wir haben es übersetzt,
sehr, sehr lustig, sehr spannend, war auch ein ganz lustiger Mensch, der Carey, gar keine Frage. Und das darf auf Deutsch nicht publiziert werden. Das ist moderne Bücherverbrennung. Weißt du, genau, jetzt reden wir von moderner Bücherverbrennung und Zensur. Das wäre aber zum Beispiel ein Punkt für Discorso. Ja, mit Sicherheit. Aber genau das werden viele Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht fassen können, was wir jetzt gerade sagen, dass wir in einer Zensurzeit leben, wo uns eigentlich Denkverbote auferlegt werden, dass es gibt nur eine Wahrheit. Und dass solche Sachen, ein Buch, nicht als freie Meinungsäußerung veröffentlicht werden kann, also da bleibt einem schon die Luft stecken. Das gibt's aber schon lange. Also ich erinnere mich noch, als ich jung war, in meiner Promotionszeit, irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, hat Rupert Sheldrake sein Buch publiziert, A New Biology of Life, oder wie das hieß damals. Und da hat der Herausgeber von Nature geschrieben, A Candidate for Burning, also ein Kandidat für die Verbrennung des Buches, weil da so monströse Ideen drinnen seien, das würde allem widersprechen, was wir wissen. Schon da ist es sichtbar gewesen. Das ist nicht etwas, was erst neu gekommen ist, sondern diese Unduldsamkeit eines scientistisch-materialistischen Mainstreams, die gibt es schon lang. Nur ist es jetzt immer deutlicher konvergiert in dieser Zeit und es wird viel deutlicher sichtbar und das tut natürlich auch Gegenbewegungen auslösen und wir sind jetzt mal so ein Beispiel für eine Gegenbewegung, würde ich sagen. Es zeigt sich aber, das ist genau das, was du sagst, es zeigt sich jetzt in den letzten 3 Jahren, was allerdings in den letzten 30, 40 Jahren schon schiefgelaufen ist. Genau. Ne? Also das wenn es nicht in den Mainstream, auch in den wissenschaftlichen Mainstream nicht reinpasste, dann wurde es untergebuttert, dann wurde es nicht mehr publiziert, dann verboten will ich nicht sagen, aber man hat schon einen Finger drauf gehalten. Während heute wird es deutlich. Heute wird es richtig deutlich. Nach den letzten 3, 4 Jahren haben wir gemerkt, wie verkommen dieses System eigentlich ist. Ja. Ist das nicht total frustrierend für einen Wissenschaftler, wenn er überzeugt ist, dass deine Arbeit, die er da gemacht hat und er zusammengestellt hat, und eine Meinung hat daraus, ein Resultat, dass es einfach so mit einem Wisch abgewischt wird und sagt, publizieren wir nicht, geht's nicht? Ja, das ist natürlich frustrierend und ich würde mal sagen, wenn man ein kleines bisschen länger im Geschäft war, dann weiß man, das ist einfach so. Ja, da muss man sich überlegen, will ich da mitmachen und will ich versuchen, innerhalb des Systems Gegenmeinungen zu positionieren oder gehe ich halt raus und mache was anderes. Und das machen sehr, sehr viele. Ja. Die promovieren vielleicht sehr intelligente, sehr kluge Leute und merken, wie der Laden tickt und sagen, nee, danke, tschüss, ich nehme meinen Hut und mache was anderes. Dann gehen sie in die Industrie oder machen selber was auf. Und das ist eigentlich das Schade, das ist sehr schade für die, ich würde mal sagen, die gesellschaftliche, wissenschaftliche Entwicklung, weil das natürlich dazu führt, dass es so einen Tunnelblick gibt. Da bleiben dann nur die drinnen, die eben bereit sind, innerhalb des Systems brav mitzumachen und dann ein paar so verrückte Vögel wie wir, die halt dann auch noch innerhalb des Systems denken, sie könnten irgendwas verbessern oder verändern. Ja, du sagst jetzt verrückte Vögel, aber ich meine, letztendlich seid ihr euch auch treu geblieben und habt gesagt, ja, ich habe es überprüft, ich habe meine These überlegt, ich bin überzeugt, es ist so und ihr habt ja eigentlich auch viele, viele Menschen eigentlich dazu bewogen, eine andere Sichtweise auch wahrzunehmen, zu evaluieren und für sich eine neue Wahrheit zu finden. Also wir haben nicht einfach dogmatisch eine Wahrheit übernommen, sondern dank auch euren Anregungen kamen wir da in die These- und Antithese-Überlegung. Was ist meine Wahrheit? Dank euch. Oder? Also von dem her finde ich das wichtig. Was Harald gerade beschreibt, ist die Antwort darauf, was ich immer gefragt werde. Warum haben denn die Universitäten, warum haben denn diese hochdotierten Wissenschaftler alle mitgemacht? Ja. Ja, weil sie natürlich diesen Tunnelblick von Anfang an anerzogen bekommen haben. Und ich sag mal, das ist wirklich, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ich glaube auch, dass das die Öffentlichkeit nicht weiß. Wie wird zum Beispiel in Deutschland jemand Professor? Also der muss studiert haben, mindestens 5 Jahre. Dann macht er 3 Jahre seine Doktorarbeit. 8 Jahre. Dann macht er 6 Jahre eine Habilitationsschrift. 14 Jahre. Dann schläft er, wie man so schön sagt, bei offenem Fenster und wartet auf einen Ruf. Nochmal 6 Jahre. Ja, Entschuldigung, wer die Zeit durchgemacht hat und in diesen 6 Jahren hat er eins gelernt, Fahrrad zu fahren. Nach unten treten, nach oben buckeln. Ja, ist doch ganz klar, dass der natürlich gehorcht, wenn irgendein Minister, wenn irgendjemand ein Vorgesetzter, wenn er denn selber dann Professor geworden ist, wenn er denn nun endlich das Ziel erreicht hat, ja, dann ist der so verkorkst,
und das kann ich ehrlich sagen, weil wir sind beide Professoren, dann sind die so verkorkst, wenn sie diesen Weg gemacht haben, dass sie keine eigene Entscheidung mehr treffen können. Also ich muss ein bisschen und gehorchen. Ich muss ein bisschen widersprechen. Es gibt schon ein paar Leute, die ja auch noch anders ticken oder die mindestens sich so ein Reservoir von Eigenständigkeit behalten haben. Ne? Keine Frage. Weil sonst wird es uns gar nicht geben. Ich spreche über die Regel. Da gebe ich dir recht, da gibt es Unterschiede. Da gibt es Leute wie wir, es gibt einen Kollegen Schnepp von wie sie alle heißen, die nach außen gehen, ja, die dann tatsächlich auch sich outen. Und dann gibt es eine ganz große Masse, die beim Cocktail, wenn es jetzt wieder geht, ne, ohne Lappen im Gesicht, beim Cocktail einem gegenüberstehen und sagen, also Lukas, was Sie da so sagen, ne? Toll, aber sagen Sie nicht, dass ich es gesagt habe. Mhm. Ja. Davon gibt es ganz viele. Ja, das stimmt. Ja, die im kleinen Kämmerlein zu Hause wettern, aber wenn sie nach draußen gefragt werden, entweder den Mund halten oder sogar dem Mainstream nachplappern. Davon haben wir ganz viele. Das stimmt, ja. Und das ist die Erziehung, wie in diesem Wissenschaftssystem man überhaupt Karriere machen kann. Mhm. Jetzt habe ich ja eine andere Karriere gemacht. Ich kam ja über Fraunhofer. Das ist ja ein anderer Weg gewesen. Ich habe ja nicht diesen Universitätsweg gemacht. Aber ich habe es immer wieder beobachtet, dass letztendlich das dazu führt. Ich habe mich auch immer gefragt, warum sind eigentlich die in Akademia unterwegs gewesen sind oder dort unterwegs sind, warum waren das eigentlich die schlimmsten Verfechter dieser ganzen Erzählungen, es sei ein todbringendes Virus und frag mich nicht alles, ne, wo wir ja schon lange darüber gesprochen haben. Das waren die es am meisten sozusagen publiziert haben und natürlich zum Wohle des Mainstreams. Die konnten dann sagen, ja hört mal, ja, der sagt das ja auch und der ist an der Charité und der ist Professor dort und dort. Es ist schon, hängt nach meinem Dafürhalten damit zusammen, wie sie erzogen worden sind und was sie für einen Weg gemacht haben. Deshalb, ich glaube schon, dass wir mit Discorso Menschen oder auch Wissenschaftler finden werden, die dort publizieren. Das, glaube ich, ist nicht das Problem, weil es genügend Frustrierte gibt, die das nicht loswerden können. Wir müssen nur darauf achten, und das sage ich jetzt mal so auch ganz bewusst mal so, wir müssen darauf achten, dass das dann nicht einseitig wird. Sondern dass wir immer wieder auch andere Wissenschaftler finden, die eine kontroverse Meinung publizieren. Im Grunde ist die Herausforderung nicht nur bei uns, sondern generell die, und das ist, glaube ich, eine psychologische Herausforderung, die für jeden gilt, dass wir Gegenmeinungen einladen und nicht ausblenden. Mhm. Im Wissen, dass alles, auch wenn wir noch so gut sind, auch wenn wir noch so sorgfältig nachgedacht und geforscht haben, immer nur eine bestimmte Perspektive ist. Und um die Wahrheit oder um eine größere Wahrheit zu erkennen, muss ich eben die Gegenperspektive einladen. Und wenn ich das nicht tue, dann haben wir nichts mehr mit Wissenschaft zu tun, sondern dann reden wir von Ideologie oder von Religion oder von sonst irgendwas. Ja? So eine schwierige Aufgabe. Ich glaube, es ist einfacher, das zu tun, was im Moment geschieht. Ja, natürlich. Ich blende einfach jemanden aus. Die kommen mit ihren Publikationen, ja, die jungen Wissenschaftler kommen mit ihren Publikationen, sagen, schaut her, das und das habe ich rausbekommen. Und der Editor sagt, passt mir nicht, weg damit. Das ist einfach. Natürlich ist es einfacher. Jemanden einzuladen, sozusagen den Sprung zu wagen, auch jetzt von Menschen, die eine andere Meinung haben, als wir vielleicht haben, die fundiert darzustellen, ist viel, viel schwieriger. Und das, glaube ich, ist eine Aufgabe, die ist nicht einfach zu lösen. Aber dafür bist du ja auch bekannt, Aufgaben zu übernehmen, die man nicht einfach lösen kann. Also was ich jetzt auch verstehe, es ist eine sehr bedeutsame Plattform, die da gebaut wird. Nämlich sie ermöglicht eigentlich wieder die Lager, die jetzt entstanden sind, auf zwei Seiten über eine Brücke wieder zu verbinden. Ja, und auch in die Zukunft gerichtet, eine Plattform zu schaffen, die sich Zensurbemühungen widersetzt. Mhm. Ja, und die, wir können davon ausgehen, dass das, was in den letzten 3-4 Jahren passiert ist, nicht einfach nur ein einmaliger Pilz war, der aus dem Boden geschossen ist, sondern um beim Beispiel des Pilzes zu bleiben, Pilze sind ja Fruchtkörper, die kommen aus einem Myzel, das man nicht sieht und das sich im Boden sehr, sehr weit verteilen kann. Und dann kommt hier mal einer hoch und dann kommt hier mal einer hoch. Und in dem gleichen Sinne würde ich davon ausgehen, das, was wir da gesehen haben, das ist ein Symptom für eine allgemeine Haltung, die sich wieder zeigen wird oder für eine politische Strömung. Und dem gilt es auch zu wehren, würde ich sagen, und vorzubauen, indem wir eine Plattform bauen, deren Infrastruktur einigermaßen sicher ist. Hier in der Schweiz zum Beispiel auf einem Server, der nicht so einfach abgeschaltet werden kann, dass wir analog auch weiterhin publizieren Bücher, die man nicht einfach löschen kann, sondern die da sind. Und dass wir auch in die Zukunft denkend eine Möglichkeit schaffen, bei anderer Gelegenheit eben diesen Diskurs zu pflegen.
Also je stärker und je mächtiger eigentlich diese Plattform wird, desto mehr Chancen haben wir auch, politische Polaritäten oder Auswüchse zu besänftigen, möglicherweise. Ja. Weil wenn die Plattform wahrgenommen wird, weil sie stark und groß ist, dann ist sie etwas, was man nicht einfach mehr ignorieren kann. Richtig, und es wäre auch die Möglichkeit da, dann alternative Informationsstrukturen aufzubauen, also was weiß ich, Zeitungen oder Kulturzeitschriften, die Diskurs im kulturellen oder im politischen Bereich pflegen, das wäre alles denkbar. Ne? Mhm. Wir fangen halt jetzt mal klein an, mit ein paar Büchern, ein paar Zeitschriften oder ein oder zwei Zeitschriften und dann gucken wir, was passiert. Mhm. Gut. Also ich halte diese Idee mit der Genossenschaft rein von der juristischen Form her für spannend, weil sich viele beteiligen können. Das heißt, die Zuschauer könnten sich auch beteiligen. Zuschauer können, alle können sich beteiligen. Auch für kleines Geld. Mhm. Ich halte es deshalb für so wichtig, weil wir brauchen einen langen Atem. Mhm. Also wenn ich Politiker, zum Beispiel Frau von der Leyen, mal aufmerksam zuhöre, was mir zugegebenermaßen manchmal schwerfällt, aber ich tue es dann. Und wie sie beim WEF ja deutlich gesagt hat, jetzt in Davos, dass sie nicht vor Kriegen Angst hat, dass Kriege nicht gefährlich sind. Viren sind übrigens auch nicht gefährlich, hat sie gesagt. Ganz wichtig, das Klima spielt eigentlich gar keine Rolle, sagt Frau von der Leyen. Die muss es wissen. Aber die falsche Information. Das ist es. Die falsche Information. Und sie meint es ja eigentlich nur andersrum. Die größte Angst hat sie vor der Wahrheit. Ja, ja. Und Discorso steht dann ja für Wahrheit. Deshalb brauchen wir einen langen Atem. Ich kann mir gut vorstellen, ich will jetzt da nicht unken in die Zukunft, aber dass wir schon, wenn wir da antreten und wenn wir vielleicht mal ein halbes oder dreiviertel Jahr da sind, zum Beispiel nach diesem französischen Gesetz, was es da ja jetzt gibt, ne, wir bestimmen die Wahrheit und wer die Wahrheit nicht sagt, ist ein Verbrecher. Ist ein Verbrecher, der wird sofort bestraft. Ja. Fake News werden bestraft, dass wir kräftig Gegenwind bekommen werden. Anzunehmen, ja. Ich finde Gegenwind schön, weil das erfrischt. Ich habe davor auch keine Angst, aber wir brauchen sicherlich das Durchhaltevermögen. Und das bedeutet für mich, ich bin da letztendlich mehr Kaufmann als Wissenschaftler, wir brauchen Geld. Ja, aber das ist ja der Sinn von der Genossenschaft, dass sich möglichst viele Leute beteiligen können. Das Einstiegs, die Einstiegszeichnungssumme ist 500 Franken. Das finde ich, ist jetzt finanzierbar. Das ist nicht so niedrig, dass jeder irgendwie mitmachen kann, sondern dass man sich das überlegt. Und das Geld wird ja in der Genossenschaft jetzt nach unseren momentanen Statuten, die wir diskutieren, mindestens für 3 Jahre dort festgelegt. Und dann kann man auch wieder austreten, wenn man keine Lust mehr hat. Aber dadurch können natürlich sehr viele Leute partizipieren. Und die Idee von der Genossenschaft ist ja nicht, wie das im normalen Wirtschaftskreislauf ist, den Gewinn zu maximieren, sondern zu optimieren. Das heißt, wir wollen schauen, dass das gut funktioniert, natürlich wirtschaftlich, unter Umständen auch eine kleine Gewinnmarge erwirtschaftet, damit Genossenschafter was davon haben, dass sie da investieren. Aber der Profit ist nicht das Hauptziel dieser Unternehmung. Ja. Wichtig ist vielleicht noch, wenn ich das richtig verstanden habe, der Notar hat das jetzt ausgearbeitet, dass die Genossenschaftsanteile, also wenn ich jetzt, ich bin jetzt mal reich, ne? Ich kaufe 1.000 Genossenschaftsanteile, dann habe ich nicht 1.000 Stimmen. Ja, nein, nur eine. Bleibt immer nur eine. Es ist wichtig auch, dass man das im Außenraum mal klarstellt. Man kann das nicht von außen kaufen. Also ich kann mich einkaufen, ich kann dann meinen Gewinn eventuell vergrößern, über 1.000 Anteile. Ja, ich kann auch 20 Millionen mehr investieren, aber ich habe nur eine Stimme. So genauso wie der 500 Franken investiert. Genau, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Je mehr Leute da drin sind, macht das dann letztendlich nicht die ganze Genossenschaft noch stabiler mit ihrer Ausrichtung, denn sie hat letztendlich ja ganz viele Leute auch hinter sich. Kann man dann das immer noch so schnell diskreditieren, diffamieren, da wo wir jetzt so natürlich geübt sind? Stimmt, je mehr Leute dabei sind, umso stärker wird das natürlich klarerweise, weil man ja nicht sagen kann, das sind ja nur so ein paar spinnerte Professoren, sondern das ist dann unter Umständen stärker in der Zivilgesellschaft verankert. Ja? Also es wäre für mich eine Pflichtaufgabe für jeden, der sich mit Natur- und Geisteswissenschaften beschäftigt, der dort unterwegs ist, der da in irgendeiner Weise beruflich unterwegs ist. Der muss nicht studiert sein, das kann ein Autor sein, das kann ein Journalist sein. Das wäre für mich eine Pflichtaufgabe, diese 500 Euro dort auszugeben. Ja, aber so sollten wir es doch mal sehen. Wer sich denn hinter vorgehaltener Hand, ich habe das ja vorhin gesagt, ne, so im kleinen Spiegelchenzimmer zu Hause, ne, ist ja alles wichtig, was die da machen, aber ich bin mal leise.
Für den wäre es jetzt mal eine Möglichkeit, tatsächlich etwas zu tun. Der muss ja nicht erscheinen im Außenraum, aber sich mal zu outen und zu sagen, da mache ich jetzt mit. Richtig, ja. Also als Genossenschafter ist man ja sozusagen nicht öffentlich sichtbar, genau, weil es kein Genossenschafterverzeichnis gibt. Außer ich glaube, die Gründungsgenossenschafter müssen öffentlich genannt werden. Das sind dann 7 oder 8 oder 10 Leute, die das halt dann demnächst mal gründen werden. Aber alle anderen sind da einfach Mitglied und können aber müssen nicht sagen, dass sie da dabei sind. Die können in die Genossenschafter-Generalversammlung gehen und dort mitbestimmen. Aber auch das müssen sie nicht, wenn sie nicht wollen. Ne? Also fassen wir zusammen, was wir heutzutage in dieser Zeit brauchen, ist Dialog. Wir müssen diskutieren wieder können, wir müssen diese Lager aufbrechen, Brücken bauen. Und auf der wissenschaftlichen Ebene fehlt das im Moment völlig. Und deshalb ist da eine Lücke, die ihr jetzt schließt mit Discorso, um hier wissenschaftliche Arbeiten zu verbreiten, dass andere Wissenschaftler auch sehen, das geht und das ist da. Und letztendlich viel näher wir an die Wahrheit herangeführt werden, über einen Dialog. Also ich finde das sehr, sehr zeitgemäß und habe dir auch schon gesagt, ich bin sehr glücklich und dankbar, auch zu den Gründungsmitgliedern gehören zu dürfen, weil QS24 steht auch für das ein, dass Gesundheit viel, viel mehr ist als nur immer nur eine Sichtweise, sondern ich bin dafür da, eine erweiterte Heilkunde, eine ganzheitliche Heilkunde in die Welt hinauszutragen. Und ich habe sie auch gesehen, was in den letzten 4 Jahren passiert ist, oder? Und das darf sich nicht wiederholen. Ja. In diesem Sinne kann ich auch nur appellieren, dass wir möglichst viele Genossenschafter hier zusammenführen. Diese Veröffentlichungen, diese Sachen da, die dann dort auch kommen bei Discorso, kann man auch bei uns noch nachbesprechen. Sicher, ja, ja. Weil übers Fernsehen bringen wir natürlich dann das Thema auch raus. Ich glaube, da steht der Tropfen hüllt den Stein. Werden wir auch übers Internet dann bewerben und so weiter. Ja. Super. Also ich danke euch ganz herzlich für diese Idee. Wenn jetzt ein Zuschauer weitere Informationen haben möchte zu dieser Genossenschaft, zu dem Verlag, welche Bücher man bei euch platzieren kann, welche Zeitschriften oder welche wissenschaftlichen Arbeiten, an wen soll er sich da wenden jetzt? Vorläufig wohl eher an uns, ne? Also persönlich, weil wir haben noch keine Webseite, bauen wir alles erst auf und dann wird es natürlich den normalen Weg gehen über Webseite. Also bis diese Sendung ausgestrahlt wird, steht natürlich die Homepage. Ja. Ich werde das auf YouTube unten in die Kontaktdaten alles reinschreiben, wie die Plattform heißt, wo man sich in Kontakt bringen kann, sodass da ein Ball ins Rollen kommt. In diesem Sinne. Danke. Herzlichen Dank für alles, lieber Professor Dr. Harald Wallach, Professor Dr. Stefan Hockratz. Große Ehre, in dieser Runde sein zu dürfen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, Sie haben ja auch gesehen, dass wir hier etwas ganz, ganz Wertvolles und was Gutes auf den Weg gebracht haben, beziehungsweise diese zwei Herren. Und sind noch weitere Herren dabei. Ich darf den Herrn Schubert schon auch noch nennen, oder? Ja, ich denke. Ja, ja. Ja, er hat ja sie auch schon mir gesagt. Also er ist auch happy darüber. Professor Dr. Christian Schubert, der da auch mitwirkt in diesem Kreis der Wissenschaftler, wo es einfach darum geht, Wissen in die Welt hinauszutragen und nicht einfach dogmatisch, es ist so, sondern es einfach Dialog, Diskussion wieder stattfinden darf. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte hier registrieren Sie Wikisana, denn damit können Sie alle Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche genießen und abonnieren Sie auch hier den YouTube-Kanal. Das verbreitet diese Sendung noch viel, viel besser. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt und ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.